Ja, hallo Schnuggis. Unser geil schnuggeliger Fremdschirm Chase war mal wieder am Abdrehen. Seit langer Zeit kriegt ihr heute etwas Musik mal wieder von draußen und nicht von irgendeinem Club oder so. Ansonsten, nachdem letzte Woche das Kapitel Grenzen und Extreme dran war, ist diese Woche das Kapitel Konzentration dran. Viel Spaß! Schnuggis, wie geil war das denn? Fremdschirm Jazz. Kapitel Konzentration. Haben Sie jemals auf einen festen Termin hingearbeitet, zu dem Sie etwas fertig haben mussten? Und damit meine ich nicht irgendeine lächerliche Hausaufgabe, bei der sie gerade nur das Nötigste ablieferten und sich durchmogelten. Nein, sondern eine Sache, die ihnen wichtig war, die sie interessiert und weitergebracht hat, die sie schaffen wollten. Waren sie da konzentriert? Haben sie sich zu diesem Zeitpunkt den Kopf über unnütze Gülle zerbrochen? Unnütze Gülle wie »Macht mein Leben einen Sinn?« Bin ich glücklich? Sollte ich in ein anderes Land? Oder haben Sie etwa sich von morgens bis abends vorbereitet, gebüffelt, recherchiert, sich vielleicht sogar mit Leuten getroffen, die Ihnen etwas erklären konnten und mit denen Sie gemeinsam das Ganze vorbereitet haben? Ich denke, zweiteres. So ist es, wenn Menschen ein Ziel haben. Sie sind viel zu konzentriert, als dass sie sich von Nichtigkeiten unterkriegen lassen würden. Menschen, die kein Ziel haben, ärgern sich schnell über jeden Kram. Ein Präsident, dessen Land sich mal in einer schwierigen Lage befand, wurde nach seinen Sorgen gefragt. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Ich bin zu beschäftigt. Ich habe keine Zeit, mir Sorgen zu machen. It's all about music and the soul. Bam. Für unser Jahresziel von 425 Schnuggis bis zum 31. Dezember fehlen uns noch 158 Schnuggis. Letzte Woche hatten wir 3.076,08 €. Jetzt haben wir 3.178,88 €. Und natürlich
bin ich ja schon ganz gespannt auf dein Buch und hoffe natürlich dann auch von dir ein Exemplar zu erhalten mit einer persönlichen Widmung. Ja, es war geil, schnuckeliger Fremdschirm-Chase und hoffentlich gibt es nächste Woche wieder was irgendwo live oder mit anderen Leuten zusammen. Ansonsten danke fürs Reinschalten, danke auch für die Buchinteressenten. Wer den Hintergrundsong in voller Länge hören will, kann unten in die Videobeschreibung gucken. Der heißt Schwarze Vanilla, der Song. Und der ist jetzt auch erhältlich. Genießt den Fremdschirm-Jazz auf Spotify und allen anderen Musikdiensten. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, sodass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier. Komm schon. Oh yeah.